Wo kommt die, wieso sind die denn da? Was ist hier passiert? Hallöchen und herzlich willkommen zu 24 Minuten Minecraft. Es ist abgestürzt! Es ist abgestürzt! Moment, ich muss es neu starten. Warum ist es abgestürzt? Ja, warum ist es abgestürzt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich sollte die Facecam oben in die andere Ecke machen. Das wäre ein bisschen schöner. So, RAM und Videogedöns. Muss ich beim Unternehmen. Und dann einfach in die Ecke tun hier. Ich glaube, das ist ein bisschen schöner in Hinsicht auf die Richtung, die ich blicke. Nee, ich muss in die Richtung, oder? Egal. Ich blicke ja hier hin. Ich gar nicht dahin. Egal, es geht los. 24 Minuten Minecraft. Alexa, stell den Timer auf 24 Minuten. 24 Minuten, ab jetzt. Und als erstes möchte ich einfach mal ganz groß Danke sagen für die netten Kommentare unter den Videos. Und ich finde es einfach total nett und schön, dass ihr da mit mir schreibt, mir Tipps gebt und so Sachen. Ich finde das einfach toll. Dankeschön. Also, ich muss es einfach sagen. Dankeschön. Weil das ist echt Wahnsinn. Ich finde das echt schön, was hier im Moment passiert und so. Und ich habe wieder angefangen vor jetzt Pi mal um 2 Wochen. Und dann kriege ich so eine Resonanz. Heißt das Resonanz? Halt eine Rückmeldung so vom großen Ganzen. Das ist total toll, finde ich. Dankeschön. So, jetzt muss ich mich aber hier ein bisschen beeilen. Hier wird es gleich dunkel. So, ja. Was ist heute denn so Schönes passiert? Ja, ich war am Kochen. Yay. Ich habe geschafft, ein neues Kochvideo zu drehen. Yay. Das ist gut. Ich werde jetzt gleich nochmal ein paar Sachen machen. Ich werde zum Beispiel ein paar Schafe einfärben, damit wir unser Banner hier überall aufhängen können. Ich habe mich entschieden, dass das einfach rot bleibt, weil ich das am schönsten finde so. Ich habe keine rote Farbe. Kann man aus rote Beete irgendwas machen? Also da habe ich jetzt nicht geguckt. Ich glaube, oh, rote Farbe, nice. Wollte ich jetzt aber nicht nehmen dafür. Ich lasse die Lebensmittel hier oben, denke ich. Diese Dinger schon wieder. Oh Mann. Eier kann ich auch echt nur für den Kuchen gebrauchen, ne? Es wäre viel schöner in Minecraft, wenn es viel mehr Möglichkeiten gibt. Diese. Halt so für Rezepte. Oder auch so ein Zufallsding. Du schmeißt einfach irgendwas zusammen und dann wird irgendwas draus, was du vorher nicht weißt. So ein bisschen so ein Kochtopf wie in Breath of the Wild. Das wäre echt cool. Da schmeißt du einfach ein paar Sachen rein und dann weißt du am Anfang erst nicht genau, was es wird. Wenn du keine Rezepte kennst oder so. Jetzt bin ich aber am Überlegen. Was wollte ich tun? Schafe rot färben, genau. Das brauche ich da wegen der Banner-Sachen. Stöcker nehme ich. Was habe ich jetzt mitgenommen? Schilder. Nee, Stöcker. Nehme ich mit und vielleicht gucke ich nochmal nach Holz. Ich glaube aber nicht, dass da irgendwas ist. Moment, Holz. Nichts Interessantes. Die Birkensachen möchte ich nicht mitnehmen und die Akazienteile auch nicht. So. Außerdem wurde mir empfohlen, vielleicht doch nochmal eine Trittplatte zu bauen. Die Tür vorne. Das einfach mal tun. Weil dann erspare ich mir den beim Rausgehen hier Tür zu öffnen. Und ja. Gerne roten Teppich. Dafür die roten Schafe auch. Das ist gut. Oder sollte ich mir einen blauen Teppich bauen? Schreib's in die Kommentare. Decke. Woraus habe ich die jetzt gebaut hier? Beton, genau. Oh, da kann ich mich auch drum kümmern. Ich sollte mir eine Liste machen mit Dingen, die ich erledigen möchte. Ich habe jetzt ein paar Ideen, die ich habe, die ich umsetzen möchte. Ich habe ja auch noch das Lager hier unten, was ich schöner machen wollte.
Decken wollte ich schöner machen. Da brauche ich Beton ohne Ende. Rote Farbe für die Tiere. Ich brauche Holz für die Bäume. Ich brauche ein bisschen Redstone. Redstone. Weil ich hab mir was überlegt. Dafür brauche ich Redstone. Hier war was, ne? Ich brauche Sand, ich brauche Redstone, weil ich wollte mir gerne einen Kompass bauen, dann kann ich mir eine Karte bauen und kann die eventuell auch aufstellen. Hätte ich hier eine schöne Karte der Gegend, die ich mitnehmen. Das ist, also ich habe jetzt echt richtig Bock und Spaß dabei, hier weiter aufzunehmen. Und so lange wird das Let's Play dann auch laufen, denke ich. Eigentlich ist das hier nur zum Einstieg gewesen, aber wenn es jetzt... Weiß der Geier, wie lange läuft, ist das doch gut. Ich freue mich, ich finde es immer schön, das jetzt als Livestream machen zu können. Also das ist jetzt nichts so groß Besonderes, aber es ist trotzdem schön. So, ich nehme die grauen Schafe und färbe die erstmal rot. 5. Jetzt 5. 6 rote Schafe. Ein paar weiße. Daraus werden pinke Schafe, oder? Wenn ich die jetzt züchte... Mäh, ihr Schafe. Aber eher davon, den roten erstmal welche züchten. Ein paar mehr. Gibt's hier noch einen roten, der nichts hat? Der hier, gut. Und der Rest kriegt ihr jetzt einfach. Hier, gönnt euch, gönnt euch. Ja, eigentlich ist es egal, welche Farbe die haben. Weiße Wolle ist so, ja, okay. Und die rote ist mir im Moment die wichtige. Ich brauche rote Wolle zum Kopieren des Banners. Oh mein Gott, seid ihr süß! Warum schere ich nicht gleich alle? Schnipp, schnapp. Haare ab. So. Da ist noch eins. Sehr schön. Also es ist richtig schön mit den kleinen... Schafen hier. Mittlerweile echt super. Oh ne. Ich habe schon wieder fast einen Fehler gemacht, ey. Gehe ich nochmal rüber zu den Hühnern. Ja, wartet, bevor ihr wieder hier durchdreht, ne? Also, hier. Wir machen das jetzt hier hinten in der Ecke. Mit. Oh, außerdem muss ich Eier einsammeln. Das wird jetzt meine tägliche Routine, glaube ich. Ich kann die Kleinen groß machen damit. Lol. Ja, wollt ihr alle noch ein bisschen was hier von hier? Wie klein habe ich denn jetzt hier? Zu die Kleinen, ja gut. Ich kann euch den ganzen Scheiß hier in den Arsch schieben. Komm, gönnt euch. Hey, wollt ihr nicht? Okay. Nein, ich glaube nicht. Hallo, meine Kühe. Ja, da werdet ihr gierig, wa? Immer noch zu dritt, ey. Ach nee, das hat ja gar keinen Sinn gemacht, so ein Dreck. Obwohl, wie ist das mit der kleinen Kuh hier? Kuh? Warte mal, Kuh? Friss, Kuh! Nee, bist du die andere Kuh? Egal, ich habe jetzt kein Heu mehr. Schade, würde ich sagen, Leute, schade. So, jetzt möchte ich mal gucken, wie mache ich das hier genau mit den Pferden? Mache ich hier jetzt Zaun drum und dann so nach oben bauen? Ich glaube ja. Das Essen ist in der anderen Kiste. Ich habe 15 von den Dingern. Wo ist mein rote... Habe ich das Ding... Ach, da ist es. Mein Gott, was bin ich doof. So, jetzt kann ich das nämlich nehmen und nicht kopieren. Ich brauche... Jetzt mal Stöcke. Moment, wie viel habe ich? 15. 6, 12. Also kann ich 2 Stück davon nehmen. Ich nehme die hier aber auch mit und das hier. Dann kann ich Zäune daraus bauen. Wenn ich nicht noch Zäune habe. Ich habe doch bestimmt noch Zäune, oder? Ja. Aber
erstmal habe ich keinen Platz in der Tasche. Ja. So, wenn das funktioniert, wie ich das gelesen habe, dann sollte das so gehen. Moment, was ich jetzt so mache, habe ich gleich einen Platz mehr. So, zwei rote. Wenn ich das dazu tue, kriege ich ein weiteres und habe drei. Oh, die lassen sich stacken, das ist ja wunderschön. Dann würde ich das hier draußen nämlich abhängen. Das ist nämlich hässlich. Und setz unser Banner hier hin. Hurra, keine Ahnung. Eins lasse ich vorsichtshalber hier drinne. Am besten hier an der Wand, ne? Das passt da gut hin, das ist schön. Ja, doch. Doch, ja. Das nehme ich dann immer zum Kopieren. So's. Diese Wolle ohne Ende, ey. Was kann ich denn noch mit weißer Wolle machen? Oder generell mit Wolle. Was ich brauchen könnte. Gerade nichts. Unheilvolles Banner. Das kann man selbst bauen? Türkise, Raute, Grau. Theoretisch kann man das selbst bauen, wahrscheinlich, wa? Was? Wer will sowas? So, ich möchte jetzt erstmal einen Pferdestall bauen. Dann sind die hier schon mal weggelegt. Das ist schon mal schön dann. Bin ein bisschen nervös bei so Schritten. Ich sollte mich mal dran gewöhnen, dass die Tiere sind. So. Sowas. Ich finde diese Ecke hier übelst hässlich. Aber es gibt Schlimmeres. Ne? Ja. Ist mir die Spitzhacke kaputt gegangen. Quatsch, die Schaufel. Ich mag die Musik gerade. Keine Ahnung, ich bin gerade ein bisschen ruhig. Ich habe immer das Gefühl, ich muss reden. Nee. Ich glaube, es braucht auch mal ein paar Minuten zum Konzentrieren. Wer von euch ist jetzt lose? Ist lose. Hi, lose. Jetzt bist du nicht mehr lose, wa? Moment. Du kannst gleich was fressen, komm mit. Wobei ich mir jetzt gerade gar nicht sicher bin. Mache ich das so? Ja. Mache ich den Stall... Also ich würde gerne noch höher gehen. Mindestens... Ein... Zwei... Dann baue ich oben so eine Decke drüber aus Holz, Halbstufendinger hier. Hier drunten würde ich auch den Boden so lassen, oder? Nee, den würde ich nicht so lassen, da würde ich auch Holzblöcke für benutzen. Oder? Das ist ein Stall, Moment, nee, das lasse ich. Gib mir meinen Block zurück. Aber ich würde hier so ein bisschen Stroh hin tun. Ja, doch. Wie?
drehen die sich, je nachdem, wie ich die lege? Okay. Ja, dann würde ich doch sagen... So, da... Ja, doch, das passt. Auf die andere Seite packe ich dann... Das Doof ist, die connecten sich mit den Dingern hier. Hm. Egal, das sind kleine Schönheitsfehler, keine Ahnung. Aber doch an sich finde ich das ganz, ganz hübsch. So, noch ein bisschen Licht. So. Platz für zwei Pferde. Wow. Kann ich laufen? Ach, der da hinten hat sich endlich dazu begeben, auch zu wachsen. Wow. Sand. Ich hatte mir so überlegt, den Boden aus den Strohdingern zu bauen. Da dachte ich mir auch, nee. Wohl. Ist schwierig. Von oben sieht der doch ganz gut aus dafür. So viel Stroh. Ich brauche das Zeug selber zu essen. Zwiespältig. Also, da muss ich echt mal schauen, was ich dazu machen tue. So. Weg, weg, weg. Ich überlege mir gerade, in die Höhle zu gehen. Aber da brauche ich, glaube ich, noch ein paar andere Sachen. Das Ding sollte ich mitnehmen, das Ding brauche ich nicht. Das Schwert ist noch okay. Aber Essen. So, das könnte ich mitnehmen. Es gibt hier im Ernst Kochrezepte oder... Dinge, die ich so machen kann, hier aus Kaktus. Ich kann die Seegurke verbraten? Lol. Moment, der hat alles rausgeschmissen. Nee. Oh, ist das doof. Eisenklumpen kann ich zu Dingern machen. Hä? Was ist denn das für eine Scheiße? Warum kriege ich das hier angezeigt und hier nicht? Minus. Wo waren denn diese anderen Crafting Station Dinger hier? Kartentisch, den verstehe ich noch nicht. Das Ding weiß ich auch noch nicht, ob das eine Funktion hat. Okay. Da, Borscht. Gibt's ja echt. Schmiedetisch. Kessel. Dafür möchte ich Eisen sammeln. Ah, doch. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal kurz ernten. Ja, das ist jetzt ärgerlich mit dem... Mit der Kohle, die jetzt hier einfach verbraten wurde, ey. Scheiße. Gut, dann werde ich eben noch einmal reingehen. Möchte auch noch mal kurz was für meine Schweine haben. Einfach mal noch mal alles durchfüttern. Alles scheren, alles easy. So. Auch wenn die Dinger hier jetzt nicht alle reif sind, aber das ist nicht so tragisch. Wie lange will ich wirklich warten, bis alles reif ist?
nur sagen. Warum fehlt da Rasen? Ach ja, die Schafe fressen das. So, geerntet. Jetzt kommt ihr hier an die... Hallo, ich wollte hier rein, nicht hier raus. Ach, ich hab das Zeug gemacht, ne? Enderman wieder am Start. Wo kommt die... Wieso sind sie denn da? Was ist hier passiert? Das sind vielleicht ein paar zu viele Schafe, oder? Ich werde, glaube ich, aufhören, jetzt Schafe zu züchten. Die werden einfach zu viele sonst. Die rücken sich hier schon raus. Oh mein Gott, sind das zu viele Schafe. Jetzt habe ich ein paar pinke Schafe, die sehen aus wie Schweine. Hoppla. Gönn dir. Geh mir aus dem Weg, Junge. Nein, jeder, der jetzt rauskommt, der wird geschlachtet. So. Ansage. Oder die werden frei rumlaufen hier. Komm, ihr seid jetzt freie Schafe, los, lauft. Ich glaube, ich werde trotzdem keine Schafe schlachten, oder? Oder? Ich weiß nicht. Wachsen ja nach. Diese Schafe hier drinnen werde ich schlachten. Irgendwann. Es geht nicht anders, ihr hier mit den Hühnern poppt. Das geht nicht. Kommt sowieso nichts bei raus. Also lasst es. Hier die Hühnerarmee. Ich weiß, was ich tun muss. Ich muss die Gehege größer ziehen. Das heißt, ich werde früher oder später Tiere doch da hinten rüberziehen lassen. Nee, hier alle hier rüberziehen lassen. Ich muss es später und früher oder später aussortieren. Größere Zäune rumbauen. Doppelt so hoch, dass sie nicht abhauen können. Und dann kann ich sie züchten ohne Ende. Danach ist das ja alles wieder easy. Ja, danach brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. Es ist einfach schrecklich, diese roten Schafe, ey. Hallo Kühe. Ihr, wenn ihr abhaut, ihr werdet geschlachtet. Ich sag's euch. So, jetzt gibt's hier genug davon. Was willst du denn? Komm, du hast doof gegeiert, du bist des Todes. Noch so ein Ding. Hast gesehen, ihr wisst, was passiert, ne? Ich sag's euch. Dann sagen. So, wir haben hier drei Schweine. Schade, ihr seid nur zu dritt. Jetzt seid ihr zu viert. Freut euch. Ich werde jetzt noch einmal hochgehen, ein bisschen was zubereiten und dann dürfte die Zeit auch langsam rum sein. Und dann werde ich mich morgen in die Höhle begeben. Wieder. Bisschen Keule hier. Suppe kommt erstmal. Ne, Suppe gibt es erstmal nicht. Das tue ich erstmal da rein. So. 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 Einer bleibt übrig. Nein, den brauche ich nicht. Schere brauche ich wohl nicht wirklich in der. Nehme die Armbrust mit, die ist ein bisschen cooler. Macht keinen Sinn mit einem Pfeil eigentlich, aber ich nehme es trotzdem mit. Ich habe einen Tipp bekommen, dass die Höhle gerade raus irgendwo links sein soll. Oder so.
Alexa, stopp. Jo, Leute. Alexa, stopp. Sie leuchtet die ganze Zeit. Was hast du denn? Oh, keine Ahnung, was er hat. Ja, würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Gebt mir ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, sehen wir uns morgen wieder in der nächsten Folge. Ciao. Alexa. Alexa leuchtet rot, warum auch immer. Versteh es nicht. Alexa! Die leuchtet einfach nur rot. Was tust du? Ah, okay, ciao.